Schön. Hätten wir das auch geschafft. Ah, wo kommt der denn her? Ja, sie übertreiben gleich. Hau da ab. Auf jeden Fall. Doch, gehe ich jetzt auf zum Unterschlupf und hol mir Bentley. Warte, der hat noch was, ne? Yeah. Bitte was Cooles. Danke für nichts. Komme ich da jetzt echt nicht mehr hoch? Wo ist er hin? Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt halt so hin. Dachte jetzt noch, ich krieg noch ein bisschen Geld zusammen. Hat der noch was? Nö, auch nicht. Na denn gut. Warte mal, was war denn für Bentley hier drin? Adrenalinstoß. Da steht auch immer einer, oder? Und seht ihr? Ich will immer nach oben gehen, obwohl ich nach unten muss. Oder ich weiß auch nicht warum, aber. Aber jetzt ist es ja eigentlich nicht so. Jetzt gucke ich nach oben und bewege mich halt auch nach oben. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, schon wieder. Hä? Ich komme darauf nicht klar. Im Sichtkommunikator muss es umgedreht sein. Aber die normale Kamera darf nicht umgedreht sein. Das war bei den anderen halt auch nicht so. Was ist eigentlich... Schieß doch, Junge. Was ist los mit dir? So, holen wir Murray. Sly sagte, du suchst mich. Du musst uns helfen, ein paar Tierfässer zu zerstören. Das liegt hinter mir. Ich folge einem neuen Pfad. Voller Friedlichkeit. Ach komm, was ist mit unserem Murray passiert? Dem Kerl, der es nur mit einem Handtuch bekleidet mit 10 Schlägern aufnahm. Der zuerst zuschlug, dann Fragen stellte. Wo ist er hin? Wo ist mein alter Freund? Tut mir leid, Bentley. Ich wollte dich retten, aber ich war nicht stark genug. Vergiss es, Murray. Ich gebe dir nicht die Schuld und habe es auch nie getan. Mich bedrückt nur, dass ich meinen Freund verloren habe. Hör zu, ich will dir ja helfen. Du bist mein zweitbester Freund. Es ist nur, ich habe versprochen, hier friedlich zu meditieren, bis das schwarze Wasser klar fließt. Und was, wenn du uns auf friedliche Weise hilfst? Du brauchst auch niemanden zu schlagen. Bin dabei. Solange es friedlich bleibt, schlage ich kaputt, was du willst. Als Schüler der australischen Traumzeit hast du doch sicher auch die Kugelgestalt erlernt. Klar, in der ersten Woche. Hervorragend. Roll dich zur Kugel und verstopf das Belüftungsrohr. Der Druck müsste dich hochschleudern. Bleib in der Kugelgestalt und zerschmettere die Tierfässer in der ganzen Stadt. Super! Ja, das ist total friedlich. Der Guru hätte bestimmt nichts dagegen. Drücke die L1-Taste, um Kugelgestalt anzunehmen. Drücke beim Aufschlag die X-Taste, um weiter hochzuhüpfen. Gute Arbeit, Friedensstifter. Ein Tierfass. Ich setze Markierungen, damit du die Tierfässer findest. Boah. Alter. Gar nicht so leicht. Vor allen Dingen richtig X zu drücken.
Och, das reicht nicht. Doch, reicht schon. So, hier ist das nächste. Zum Glück sind die nicht alle so mega weit auseinander. Wow, das war super. Hä? Ich glaube, ich komme nicht mehr hoch, oder? Das geht ernsthaft nur von dieser Position? Ach, komm schon. Wieso habe ich nicht immer so eine Höhe drauf? Oh mein Gott. Was ist eigentlich, wenn wir die umbringen? Es geht. Ich meine, eigentlich wollte er keinen töten, verprügeln, was auch immer. Aber jetzt habe ich es doch getan. Und es war nicht schlimm. Was dazu der Guru sagt. Oh, bis ganz nach hinten. Darf halt nicht zu tief sein. Sonst kann ich wieder zurücklaufen. Und das will ich nicht. Vor allem, weil ich gleich da bin. So, letzte Mal. Und jetzt nur noch treffen. Yeah. Das war das Letzte. Wirklich toll gemacht, Murray. Es macht Spaß, dich wieder in Aktion zu sehen. Naja, ich habe ja meine Freunde nicht vergessen. Ich spiele nur mit anderen Karten. Octavius Comeback-Konzert beginnt in ein paar Stunden. Und wir sind bereit für Operation Weg mit dem Teer. Unser Ziel ist, Murray zurück ins Team zu holen. Fly, du lässt los, indem du dich verkleidet ins Opernhaus schleißt. Geh runter zum Umraum und lass mich durch die Seitentür rein. Dank der gestohlenen Blaupausen weiß ich, wo wir die Maschine mit einer Bombe lahmlegen können. Dann nehmen wir uns Octavios Sprengscheiter vor. Denn eine so mächtige Waffe sollte nicht in den Händen eines Irren sein. Ich lenke den alten Gauner durch ein Opernduell ab. Er greift bestimmt nicht an, während wir auf der Bühne sind. Inzwischen durchtrennst du die Seile des Kronleuchters und lässt ihn auf dem Kopf fallen. Ich schnapp mir den Schalter und dann suchen wir Murray. Bis dahin dürfte das schwarze Wasser wieder klar fließen und er wird mit uns kommen. So, kommen wir noch mal kurz hier rein. Okay, ich habe noch nicht die Kohle. Und es gibt ja, nur eine Mission jetzt hier, und zwar Operation Weg mit dem Teer. Und die da hinten beginnt. Ich würde sagen, ich hätte eigentlich schon Lust, die 800 noch zu sammeln. Aber wobei, mache ich das jetzt noch oder nicht? Es dauert ja eigentlich gar nicht so lange, ne? Wobei 800 ist doch schon ziemlich viel. Die 400 zu sammeln wäre auf jeden Fall. Man braucht halt nur
Leute, die irgendwas Cooles in den Taschen haben. Und das hat gerade überhaupt keiner, also... Ja, Die, keine Ahnung, es ist, sieht schon ein bisschen aus wie eine Katze, oder? Ich glaube, es ist auch eine Katze. Aber wer weiß. Die Katze hat auf jeden Fall was. Wenn es denn eine Katze ist. Genau. Können wir mal den hier überprüfen. Der hat aber auch nichts. Also würde ich sagen, geht's schon auf in die letzte Mission, ne? Okay, was heißt schon? Wir sind schon ziemlich lang hier. Den können wir noch kurz ausrauben. Aber nicht zu dicht dran. Oh mein Gott! Unsere erste goldene Sache, glaube ich, ne? Den Ring für 70. Ich dachte, der bringt viel mehr, aber okay. Noch als wenn. So. Dann schauen wir mal. Warte, jetzt habe ich mir den Aufstieg versaut. Hier so. Ja, perfekt. Es ist soweit. Octavio wird in ein paar Minuten zum Opernkonzert erscheinen. Wir haben seine Werbung gut vereitelt. Niemand ist gekommen. Kein Publikum, keine Zerstörungsdemonstration. Stimmt, aber zum Abschluss müssen wir noch den Haupttiersauger ausschalten. Verschaff dir mit deiner Verkleidung Zugang zum Opernhaus. Geh runter zum Pumpraum und lass mich durch die Seitentür rein. Kein Problem, Senior. Okay, dann verkleiden wir uns mal wieder. Und das Mitternacht-Passwort. Wir warten, bitte sehr. Alt, was, alt, alt. Ja, alt. Gib mir das Café-Passwort. Übertrage Passwort jetzt. Bass, 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 Sopran. Okay, bleib aber nicht lange drin. Das Opernkonzert vom Boss fängt gleich an. Deine Verkleidung hier, sonst geht alles schief. Hey, du! Vakuumraumpasswort? Hier ist das Passwort, Fly. Sopran, Sopran, Bass, Bass. Ja, dieses Konzert wird ja so öde. Ganz im Vertrauen, ich hasse Oper. Wenn das dein Boss wüsste. Mir das Café-Passwort. Schicke dir das Passwort. Bass, 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 Sopran? Tut mir leid. Der Boss übt schon seit Monaten für diesen Tag. Er singt großartig. Schleimer. Das geheime Sopran-Passwort. Wir erwarten, bitte sehr. Tenor, Bass, Tenor, Tenor. Gut, sag auch den anderen Wachen, dass ich unter keinen Umständen bei meinem großen Comeback-Konzert gestört werden darf. Jawohl, Sir. Und ich freue mich auf Ihren Auftritt. Sobald ich im Pumpenraum fertig bin, komme ich zur Bühne. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie mir vielleicht mit dieser Doppelknopf-Sicherheitstür helfen? Aber natürlich, einem Musikfreund helfe ich doch immer gerne. Auf drei. Eins, zwei, drei. Beeil dich da drin. Du willst doch nichts verpassen. Ja, gut. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Okay,
Wir müssen rasch handeln, während das Konzert noch vorbereitet wird. Fertig mit den Bomben? Wenn alle 6 Rohre gesprengt sind, müsste die Anlage an Saugkraft verlieren. Sollten die Bomben Wachen anlocken, überlass mir das Kämpfen. Konzentrier du dich auf die Teerrohre. Wir müssen im Zeitplan bleiben. Wie war das? Stabil. Vielleicht brauchen wir noch mehr Bomben. Vielleicht solltest du nicht genau daneben stehen. Ja, bin schon dabei. Ups, falsche Richtung. Gar nicht so leicht, wenn sich das alles hier bewegt und dreht. Nein, komm schon. Treff es. Als wenn. Partner, haben wir noch Zeit für das Konzert? Wir liegen genau im Zeitplan. Wenn meine Berechnungen stimmen, singt er gleich eine Arie, die ursprünglich ein Duett war. Dann schlagen wir zu. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Sly 3 Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.